Frankreich will die EU-Kommission auffordern, die Verhandlungen für das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP zu stoppen. Außenhandelsstaatssekretär Matthias Fekel erklärte, es gebe für diese Verhandlungen keine politische Unterstützung Frankreichs mehr. Zuvor hatte bereits der deutsche Vizekanzler und SPD-Chef Sigmar Gabriel die TTIP-Verhandlungen in einem TV-Interview für de facto gescheitert erklärt. Am Dienstag äußerte sich auch der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier skeptisch zu TTIP. Dagegen will die EU-Kommission die Verhandlungen bis zum Jahresende abschließen. Handelsgespräche benötigen ihre Zeit, der Ball rollt und die EU-Kommission macht ständige Fortschritte in den laufenden TTIP-Verhandlungen. Die Gespräche gehen jetzt in die entscheidende Phase, weil Vorschläge fast aller Abteilungen auf dem Tisch liegen. Und es herrscht Einvernehmen über die Umrisse des zukünftigen Abkommens. Die US-Regierung hat inzwischen Gabriels Einschätzung widersprochen, wonach die Verhandlungen praktisch gescheitert seien. Die Verhandlungen machten in Wahrheit ständige Fortschritte, erklärte ein Sprecher des US-Handelsbeauftragten Michael Froman dem Magazin Der Spiegel. Man halte wie geplant an der nächsten Verhandlungsrunde Mitte September fest, um sich den Fortschritt genau anzuschauen.